Herzlich willkommen zurück zum Construction Simulator. Da sind wir hier auch wieder in unserem schönen Kram beim Bau der Zuschauertribüne. Stahltribüne, so heißt sie offiziell. Ne? So, wir sind natürlich dabei, hier die Träge aufzunehmen, anzuhängen. Und dann machen wir einfach mal weiter. Ich würde sagen, wir beginnen direkt erstmal hier vorne. Das sieht ganz gut aus. Zack. Eine von fünf Säulen steht. Das sieht schon mal erstmal gut aus. So, das hätten wir, die ersten 5 Stahlträger. Jetzt kommen weitere 5 Stahlträger. Ja, für das Dach halt selber, ne? Nun gut. Fangen wir mit dem hier an. Dann hängen wir die Dinger mal ein. Vielleicht wird danach nochmal eine, so dazwischen, so eine Trägerkonstruktion errichtet. Und darauf dann Wellblech, denke ich. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wir werden es aber sehen. Und mal sehen, was hier noch mit dem Platz passiert. Also da, wo der Kran jetzt zum Beispiel steht und der Rest bis Parkplatz, ne? Da fehlt ja noch einiges. Also beziehungsweise hier ist einfach eine riesen Freifläche. Ich weiß ja nicht, was da hinkommt. Das werden wir aber dann nach dem Bau bestimmt auch sehen. Vielleicht noch ein weiteres Projekt, was direkt dahinter gebaut wird. Mal sehen. So, einer fehlt noch. Weiter geht's. Ah, zu weit. So, stopp. Jetzt nur noch runter. So, wieder einmal ein Abschnitt beendet. Schauen wir mal, was steht da. Ah ja, Wellblech platzieren. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wellblech, ne? Ist halt sehr günstig.
aber zum Teil auch windanfällig. Also wenn man so riesen Platten daraus baut, das kann schon verdammt windanfällig sein. Ist ja auch verständlich, ne? So, eine Palette fehlt noch. Schauen wir mal, dass wir die hier zügig rauskriegen aus dem Loch. Ja, super. Perfekt. Besser geht's kaum. So, zack, das ist auch fertig. Jetzt sind die Platten dran. So, zwei Platten noch, dann haben wir's. Nun, das scheint jetzt fertig zu sein. Wir müssen natürlich noch den Kran einpacken. Aber das ist ja kein Problem. Das geht ganz flott. Oh, tu mir das nicht wieder an. Hallo? Okay, aussteigen kann ich. Kran demontieren kann ich nicht. Ach, komm schon, nicht schon wieder, oder? So, jetzt endlich geht's doch. Mein Gott, ey. Das ist immer eine Geburt hier. So. Platz ist geräumt. Reicht das? Ja, das reicht. So, wollen wir den Direktor hier. Sprechen wir mal mit dem guten Herrn.
Nun lasst die Spiele beginnen. Ich werde gleich den Mitgliedern der Theatergruppe Bescheid geben, dass sie mit den Proben anfangen können. Es wird nämlich ein Stück eingeprobt, das die Geschichte der Burg erzählt. Natürlich werde ich der Intendanz hin und wieder über die Schulter schauen, damit hier kein Unfug erzählt wird. Ah, hier haben sie noch einen schönen Brunnen hingemacht. Und eine Hecke und Parkbänke. Das ist gut, das finde ich schön. So was Ähnliches habe ich mir auch schon überlegt gehabt, könnte man da hinbauen. Ne? Das gefällt mir. Aber der größte Witz hier bei dem Video gerade, wie die Szenerie hier gezeigt wurde, ne? Die Tribüne, cool, alles schön und alles gut. Da würde ich mich auch hinsetzen, ne? Schön weit oben, kann man viel sehen, obwohl ist ein bisschen weit weg, ne? Vielleicht doch eher ganz unten. Aber die hier, diese Sonnenstühle, ne? Diese Sonnenstühle liegen einfach dauerhaft im Schatten von dem Ding. Von dem großen Blechdach. Geilste Konstruktion ever. Sonnen liegen im Schatten. Ja, das kann man so machen. Ist dann halt nur Kacke, ne? Um ehrlich zu sein. Scheiße. Haben die echt im Weg gemacht, ne? Verrückt. Ja, genau. Die Folge geht ja noch nicht lange, die geht eigentlich viel zu kurz. Dementsprechend habe ich mir überlegt, wir hatten ja letztens auch mal den Job gesehen und fanden den ganz cool, ne? Ist auch ein ganz, ganz kurzes Projekt. Dementsprechend würde ich sagen, ja, wir machen jetzt in dieser Folge noch die Teichanlage, die Flussschleife, ne? So, schauen wir mal ins Warenlager, haben wir da noch irgendwas? Wir haben eine Palette Holz. Wofür haben wir die denn? Aha, Materiallieferung. Shitguttransport sagt... Aha, ha, 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 ha. Ja, jetzt weiß ich auch, was das ist. Einlagern, einlagern. Das ergibt irgendwie Sinn, ja. Das, der zeigt mir nur an, welche Materialien ich brauche, aber nicht für welchen Auftrag. Und dementsprechend waren die Materialien dann für den anderen Auftrag. Die habe ich mir also umsonst anliefern lassen. Der Auftrag, ah, da ist er. Da vorne. Na, die haben wir jetzt direkt hinliefern lassen, das ist perfekt. Mobilkran werden wir wahrscheinlich nicht benötigen, denke ich. Nee, glaube ich nicht. Kann man bestimmt einen Kran bauen. Nee, ich denke mal, wir brauchen so einen kleinen Minibagger. Den können wir dann vielleicht auch nochmal kaufen. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben nur diesen, der halt hinten diesen kleinen Bagger dran hat. Der Radler da im Prinzip mit dem Greifarm hinten mit dem kleinen. Vielleicht reicht der auch, ich weiß es nicht. So, ah, guck mal hier. Ah ja. Hier soll also so eine schöne Ecke hin. Okay, gefällt mir. Was sind das für Lasten? Das sind alles Stufe A-Lasten. Ja, dann schauen wir nochmal rein. In unseren Fuhrpark, was hätten wir denn dafür? Klasse A, Bagger, der hier wäre übertrieben. Der hier wäre ebenso übertrieben. Der hier weiß ich gar nicht. Der kann Lasten heben, aber... Ja gut, was soll der sonst als A, ne? A ist das Geringste, was geht. Das wird der schon schaffen, ne? Also der kann hier... Das ist, glaube ich, glätten, ne? Die Erde also auffüllen, verfüllen... Ja, dann erstmal buddeln und natürlich auch tragen. Genau, den meine ich. Baggerlader. Den holen wir jetzt vom Fuhrpark ab. So, an mit den ganzen Lampen. Alles, was geht. Ah, der ist irgendwie niedlich. Total klein. So, ah, siehst du, A kann er heben, perfekt. Gut, dann machen wir natürlich Schnellreise, wie gehabt, wie immer. So, da sind wir. Ah, guck mal. Aha. Da sehen wir direkt die Baumaschinen, in der Welt, die gerade in der Welt sind. Alle unsere Jobs. Hier sehen wir die neuen Nachrichten oder was die Museumsdirektoren, oder jetzt in dem Falle, ne, was die Leute hier zuletzt erzählt haben. Die Standorte. Okay. Firmengelände 0. Achso, das sind Schnellreisen. Okay. Von hier nach dort kostet es mich nichts. Und an diese besagten Stellen kostet mich ja halt so und so viel. Ne? Schnellreisen.
Das hier kostet mich übrigens auch 0. Ich weiß nicht wieso. Aber ist dann halt so, ne? So. Den weiteren. Okay, das sind nur Infos. Bla bla bla. Okay. Das brauchen wir nicht. Ich denke, nach so vielen Aufträgen sollten wir etwas Erfahrung gesammelt haben und da jetzt nicht mehr so das Problem haben. So. Ich denke, wir werden ihn in den Arbeitsmodus bringen müssen. Das heißt wahrscheinlich 2-3 Mal umsetzen, bis wir das endlich rübergefahren haben. Oder was sagt das Infofenster? Beziehungsweise, ja, Arbeitsmodus, denke ich. Aber, ja, vorher können wir den Kran nicht benutzen, wie gehabt. So wie immer. Wirklich weit kann der aber nicht, ne? Weil der ist ja relativ begrenzt räumlich, ne? Mit rechts und links. Muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Ist so. Gib doch mal an. Ah, kriegt der wieder nicht hin hier. Nee, nee, nee. So nicht, Freunde. So nicht. Wollen wir das wirklich hiermit machen? Ich weiß ja nicht. Das sieht schon nach echt viel Fummelarbeit hier aus. Mit dem Fahrzeug jetzt, ne? Weil, der ist vielleicht mal, um einen Baum reinzuheben, ist der vielleicht ganz gut, wenn wir nur Gartenarbeit machen, so wie wir es ja eigentlich auch machen. Aber hier brauchen wir ja doch schon echte Materialien. Und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So geht aber, das ist schon mal ganz gut. So soll es auch sein. Alles andere führt nur zu Problemen. Ja komm, direkt daneben platziert. Zack. Gut, dann holen wir nochmal hinten den Beutel aus der Ecke. Hallo? Achso, klar, zurücksetzen den Arm. Gar keine Frage. Verstehe ich. Natürlich will er das so haben. So, wieder ab in den Arbeitsmodus. Na, reicht das oder fehlt der Millimeter? Das sollte reichen. Perfekt. So, kriegen wir den Kübel auch darüber. Na, ja, perfekt. So wollen wir es haben. Anders gesagt, so brauchen wir es, ne? So muss man das halt auch mal sehen. Es geht gar nicht anders. Ja, die stellst du es durch den Spaten da bestimmt. Ja, ja. War ja klar. Es war klar. Und jetzt? Jetzt geht's. Sehr schön. Alles klar, wir können den Arm wieder bewegen. Weg mit dem Ding. Zack. So. Nee, nee, aufeinander ist doof. Wollte ihn so knapp daneben, aber so weit hinten wie möglich. Genau, so wollte ich es haben. Gut, platzieren wir erstmal hier die zwei Sachen, damit, ja, damit wir da Platz haben, um da auch einen Beutel hinzusetzen, ne? Das denke ich, das Beste, was wir machen können. So. Ah, halt. Alt, alt, das ist schon zu weit. So, so reicht.
Sehr schön. Ich sehe das schon kommen, das passt gleich nicht mit dem Winkel nach links. Wir kommen da gar... Ah, doch, schaffen wir schon, zum Glück. Ich dachte, wir kommen da nicht dran. Müssen nochmal umparken. So ein Klassiker. So, dann setzen wir ihn natürlich nochmal um. Das geht ganz schnell. Das ist auch gar kein Problem. Sehr schön, das haben wir geschafft. Bereich ausheben. Ja, wo machen wir das? Also der wird da nicht drankommen, gar keine Frage. Achso, wir sind ausgestiegen, hoppala. Daneben getippt. Ich wollte die Taste F erwischen für unser Superrad hier. Das Rad der Macht. Das Rad, mit dem man alles tun kann. So, wir sollten ja jetzt auch... Tada! War das alles? Hallo? Halt mal runter, das Ding. Oh mein Gott, die ist ja schon zum Drittel voll. Das ist ja lächerlich. Das ist ja richtig lächerlich, das Ding. Ach du dickes Ei. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Naja, gut. Ja, großer Bagger, ne? Eine Schaufel, einmal greifen. Alles ist weg. Gar keine Frage. Dann machen wir es altmodisch. Mit der kleinen Schippe. Naja gut, eigentlich so klein ist sie ja gar nicht, ne? Die nimmt ja mehr raus als vorne die Schaufel. Die Hälfte haben wir, das ist gut. Da kommen wir ordentlich voran hier. Guck mal, kannst du richtig gut mitgreifen. Eigentlich ein schönes Fahrzeug, aber hat halt so kleinen Wirkungsbereich, ne? Also sehr, sehr kleine Schaufel. Dementsprechend auf den meisten Baustellen bei uns hier jetzt nicht anzuwenden. Also klar, kannst du natürlich machen, aber wie viele Stunden willst du damit mit dem Baggern verbringen, ne? Ich sag mal nur, was war's? Ich glaube Museumsanbau. Das Fundament ausheben, es war die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Und mach das mal mit so einem Ding. Kannst du machen. Ja, nur, wann wirst du halt fertig, ist die Frage, in welchem Jahrzehnt. So, das war's. Damit haben wir auch das erledigt. Klar, wir müssen noch den markierten Bereich wieder räumen, wie immer. Aber das kennen wir auch nicht anders. So, Bereich ist geräumt. Korrekt. Erstmal direkt Kies verlegt. Ah, komplett raus. Ey, war das alles? Echt jetzt? Es ist verrückt. Man glaubt es kaum. Hier drauf, darauf, Warenlager, alles einlagern. Ich hab das echt für... Oh mein Gott, ich dachte, wir müssen da vielleicht noch das Holz draufheben oder so. Ha, guck mal, hier ist immer noch eine Lieferfläche. Ha, weil wir den Auftrag noch nicht abgeschlossen haben. Sprich mit dem Vorarbeiter, jawohl. Sprich mal mit der Jutendame.
Also ich würde ganz klar sagen, schnellster Job, den es je gab. Der hat ja überhaupt nicht lang gebraucht. Das war ja unfassbar schnell. Ja gut, jetzt lohnt sich's, denke ich, nicht, noch eins zu anzufangen. Ne, wir wollen ja auch nicht zu viel mixen hier irgendwie, sag ich mal. Dem hätten wir auch vielleicht gut graben können. Den haben wir ja sogar ausgeliehen. Warum auch nicht nutzen? Wir können mal reinschauen. Im Finale müsste es noch einen Auftrag geben. Genau. Die Aussichtsplattform. Ja, Operation am Horizont. Ja, neben den saisonalen Festspielen sind weitere Attraktionen geplant. Eine davon ist die ganzjährig geöffnete Besucherplattform mit Blick über die Stadt. Gut, ja, das ist natürlich auch ein geiles Ding. Schauen wir nochmal rein. Meilensteine, haben wir da noch irgendwas? Ja, eigentlich nicht, ne? Nee. Da kommt erstmal nichts auf uns zu. Ja, das vielleicht irgendwann nochmal, aber ja. Fertigkeiten haben wir auch gerade null. Ich dachte vielleicht, ja, 25, waren wir da schon? War mir nicht ganz sicher. Aber ja, da waren wir schon. Ne? Wir müssen halt noch 5 weitere Level hochschaffen bis Stufe 30. Ne, 31, entschuldige, den habe ich übersehen. Genau, bis 31. Tatsächlich. Ja, verrückt. Komische Zahl. Krumme Zahl. Naja, gut. Wir steigen aus, wir lagern ein. Weil dieses kleine Gerät können wir halt sonst auch nirgendwo gebrauchen. Außer für so kleine Mini-Aufträge. Na, das war so ein kleiner Lückenfüller gerade. Weil der eine Auftrag ja schon so gut wie fertig war. Wir da ja nur noch, ja, nur noch das Dach gebaut haben, ne? War ja doch schon einiges eigentlich. Ja. Klar, wir können nochmal in die Aufträge reinschauen. Vielleicht haben wir da was Neues. Hausanbau hatten wir bereits. Also eine Garage, ne? Ein ganzes Haus, bin ich, Dach hatten wir auch schon, ja. Generator, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das hatten wir jedoch. Und, ja. Transportcontainer groß. Hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht. Ja, Verkehrsstraßen, natürlich hatten wir die. Gartenanlage auch. Transport von Gefahrgut oder was auch immer hatten wir auch bereits. Und das hatten wir auch. Na, ich denke, nur noch so ein Transportauftrag fehlt. Aber gut. Das ist erstmal unwichtig. Ne, ich meine, nee, nicht Statistik. Wo war das? Fortschritt, da war das. Genau, das meinte ich. Hier gab es doch irgendwas mit ihr Aufträge. 12 von 50 Aufträgen. Ne, erfülle eine Reihe von Aufträgen, um, ja, vielseitig zu sein. Und alles zu können im Prinzip. Ne, klar. Haben wir bewiesen, dass wir dann alles haben. Ja, 5 von 12. Da fehlt noch ein bisschen. Dann haben wir die Hälfte. Gut, also ich würde sagen, wir beenden hier an der Stelle die Folge bei diesem. Wo war der? Da. Da, halt, da. Wir beenden die Folge hier bei dem schönen Teich, den wir hier errichtet haben, was Ewigkeiten gedauert hat. Und ja, ich denke, in der nächsten Folge machen wir auch wieder weiter mit der Kampagne.